Moin Leute, heute ist der 2. Juni 2016 und an diesem Wochenende haben wir eigentlich spielfrei. Nö, wir haben spielfrei. Wir spielen nicht und das ist eins der wenigen oder fast das einzige Wochenende, an dem wir nicht auf irgendeinem Festival auftreten. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir nicht auf dem Festival auftreten, fahren wir zum Festival. Und wir fahren jetzt mit allen, mit der ganzen Band zu Rock am Ring und schnorren uns überall durch. Gucken uns Bands an, gucken uns noch mehr Bands an und was wir auch machen werden, ist wahrscheinlich nass werden. Das ist nicht so gut, aber egal. So, die Sachen sind gepackt. Hier, guck mal, die Tasche steht schon bereit. Oh, meine Bagels brennen an. Die muss ich aus dem Ofen holen. Guck, da ist er schon. Mit Frühstück. Was ist es? Was ist das Frühstück? Ein Salat-Sandwich? Salattasche mit extra viel Zwiebeln. Zum Frühstück. Und Tzatziki? Kein Tzatziki, aber dafür... extra viel Zwiebeln. Ja. Ach du Scheiße. Das ist schön zu Hause. So, und jetzt warten wir hier auf Alexandre. Und dann fahren wir mit dem weiter nach Köln, wo die anderen beiden Kapaiken einsteigen. Ich weiß noch gar nicht, wo genau. Warte, werden wir dann sehen. Ey, wir müssen noch mal jetzt hinten vernünftig packen, glaube ich. Ich habe alles reingeschmissen. Passt. Wetter wird nicht so gut, ne? Ich habe aber mir extra schon eine Sonnenbrille aufgesetzt, um das Wetter rauszufallen. Ach, und ich habe was gefunden, wiedergefunden. Hier im Auto, mega geil. Mein Tagesschauschirm. Das war super. Beim Ring einfach mit so einem Tagesschauschirm. Ich habe ja Angst vor Blitz. Weil das letzte Mal, als wir beim Ring gespielt haben, da ist unser Mischer vom Blitz getroffen worden. In den Boden der Blitz, in seinen Fuß, aus dem Fuß, durch den Körper, durch den Arm, in den Bus, Klimaanlage kaputt und Sicherung rausgeflogen. Wetter. Wir kriegen das schon hin. Darf man auf dem Rollstuhlfahrerplatz hier parken? Das machen wir nämlich gerade. Solange ihr drin sitzt, darf man das, ja. Sonst natürlich nicht. Okay, wir bleiben drin. Wir kommen runter, ja. Guck mal, jetzt sind die anderen beiden eingestiegen. Bäh. Tschüss. So. Alexander, fahren Sie vorsichtig. Ja, warte, ich muss mal gucken, wo lang überhaupt. Rechts. Wir sind jetzt wirklich nur anderthalb Stunden unterwegs. Da habe ich hier jetzt noch von dem ersten Sommerfestival diesen Sommers für uns eine Süßigkeiten-Tüte dabei. Nee. Ja, alles vegetarisch, unheimlich viel. Wie, wo kommt das denn her? Aber hier war schon. Das hat uns ein Fan mitgebracht. Nein. Double Dip Swiss Stick. Ja, der hat auf jeden Fall gesagt, das sind Süßigkeiten aus aller Welt. Hier habe ich schon irgendwie was Spanisches. Haribo Dragibus Soft. So, die probiere ich mal. Ist ja genial. Ja, super. Pulver. Vielen Dank. Ui, schmeckt wie Klostein. Ui. Schade. Oh. Mmh. Oh. Ja, Dirk, ich habe was für dich. Was denn? Nein. Kannst du es erkennen? Ist es ein Bier? Ein Bierlutscher. Okay, alles klar. Natürlich esse ich jetzt den Bierlutscher. Prost. Super geil. Gib mir auch mal einen grünen Haribo. Für mich bitte einmal Ingwer. Ah, der ist das bei so einem. Das Gute, aber auch Enttäuschende an dem Bierlutscher ist, dass er nicht nach Bier schmeckt. Ja, das riecht auch wirklich so komisches Säuerli. Wirklich, ja. Wie, als wäre irgendwie was Maschinelles da, irgendwie Maschinenöl. Wann hast du nochmal gesagt, haben wir die Tüte gekriegt? Fünf Bands. Ja, das hat ja auch mal lang abgeschissen. Wonka-Nerds wubbeldick. Also, oh Gott. Hier, sag mal, Leute. Ja, gibt's. Was gucken wir uns denn so an? Guck mal, Alexander hat schon was vorbereitet. Für jeden so ein Zettel. Ich bin schlecht beim Lesen. Ja? Dann machen wir es ganz schnell. Tenacious D wird ja wahrscheinlich erstmal lustig. Ich möchte gerne Bühnen und Uhrzeiten dazu haben. Nummer 15.35 Uhr, Seattle Volcano Stage. Wann jetzt mit dem Wikinger-Schiff? Wikinger-Schiff. Ja, geil. Pussifer, 19.10 Uhr. Ich will unbedingt um 18.50 Uhr die Deftones sehen. Großartig. Klar. Wo spielen die? Hauptbühne. Danach direkt unsere lieben Kumpels von Billy Talent, 19.50 Uhr, gleiche Bühne. Und danach die Red Hot Chili Peppers, eben so eine Nachwuchsband aus USA. Captain Shelburne. Will ich sehen. Killswitch Engage spielen. Und da weiß ich noch, als wir das letzte oder vorletzte Mal bei Rock am Ring waren, haben Killswitch auch gespielt. Und dann sind wir mit unserem Bus angekommen. Und dann ist der verrückte, heißt der Adam, glaube ich, oder sowas. Der ist in Hotpants und mit Superman Cave gejoggt. So um den Racetrack drumherum. Und das war halt mega geil. Sonntag. Lass mal kurz auf den Sonntag gucken. Ja, Black Sabbath habe ich mir letztes Jahr mit Faith No More zusammen im Hyde Park in London angeguckt. Und man glaubt es oder nicht, das ist immer noch gut. Beach Slang. Beach Slang, ja, großartig. Beach Slang, Spitzenband. Caliban spielen noch, Graveyard spielen noch. Gut. Graveyard spielen um 21.10 Uhr im Alternatent. Das kann man auch machen. Sehr, sehr gut. Ja. Viel zu tun. Packen wir es an.